Moin und grüezi aus der Schweiz. Nein, das ist keine Wiederholung. Ich stehe wieder an derselben Stelle. Bin hier schon rübergefahren nach Innertkirchen. Gestern bin ich da hochgefahren zum wunderschönen Pass, den Grimsel. Und heute kommt der nächste tolle Pass, der Susten. Ja. Die Nacht war gut. Ich habe gut gegessen, gut getrunken und die Beine sind wieder fit. Ja, wenn der Urlaub so gut wie zu Ende ist, der ist mal fit für die Berge. Da kann man nichts machen. Aber ich nutze das heute nochmal. Das Wetter ist top. Eigentlich viel zu heiß, zumindest im Tal oben. Über 2000 Meter wird es kühler sein. 2224 Meter ist da hoch, der Sustenpass. Auf 27 Kilometer sind wieder die 1700 paar zerquetschten Höhenmeter verteilt. Ganz anders geht's los. Es geht nämlich sofort los mit großen Steigungen. Also wieder ein ganz anderes Charakter. Dann gibt es ein Flachstück und dann geht es wieder steil hoch. Und die Landschaft wird auch wieder total anders aussehen. Also ganz anders als der Grimsel, aber toll für sich. Ich freue mich wieder auf diese vielleicht letzte große Tat in diesem Urlaub. Wird bestimmt schöne Bilder geben, also wünsche ich viel Spaß dabei. Höhenmeter habe ich geschafft, wenige Kilometer. Boah, man schwitzt schon wie Hulle. Hier bin ich jetzt am Abzweig zur Engstlenalb, meine ersten Tour. Hier bin ich runtergekommen. Ja, die Straße, es ist, wie es immer so ist. Wenn die Kamera an ist, ist da gerade mehr los. Eigentlich war bis jetzt eigentlich sehr, sehr wenig Verkehr. Ein paar Autos, ein paar Motorräder. Kommt natürlich gerade so eine Truppe, ist ja klar, aber lässt sich gut fahren. Das erste Stück war schon recht kräftig, aber jetzt war schon zwischendurch wieder so eine kleine Flachpassage. Also richtig gut zum Machen. Große Aussichten gab es nur am Anfang, jetzt ist es immer so im Wald. So wird es auch so ein bisschen noch bleiben, aber man gut, dann ist auch Schatten da. Boah, in der Sonne, da brennt es. Aber weiter geht's in die kühle Höhe. Nach 10 Kilometern Steigung, kurz vor Gatmen, bekommt man jetzt an so einer Öffnung. Man war immer im Wald, da war nicht viel zu sehen. Und jetzt auf einmal, bam, da steht man hier vor diesen Felswänden. Das ewige Eis da oben, ein paar Gletscher, richtig toll. Ja, ich stehe hier an der Telebahn. Also, auf einmal. Die ganze Zeit ist das ja nicht aussichtsreich und auf einmal kann man gut sehen. Da drüben, da unten, da ist das Trifftal mit der Triftbahn und der Triftbrücke. Wer die kennt, da möchte ich bestimmt diese Hängebrücke über das tiefe Tal. Da gehe ich glaube ich nicht rüber. Aber ich bin ja mit Rad unterwegs, also muss ich das auch nicht. Aber ich muss trotzdem sehr hoch in diese Richtung. Geht es gleich weiter. Ich bin jetzt auf 1160, 70. Ja, schon einiges gestiegen, aber es sind ja noch 1000, über 1000 noch an Höhenmetern. Also muss es gleich weitergehen nach einer kurzen Pause, Getränkepause.
einen Snack und dann geht's weiter. Jetzt habe ich mich auf 1600 Meter hochgeschraubt. Eigentlich relativ einfach, ging Höchstprozentzahl 8. Aber heute fehlt definitiv der Wind, den ich gestern hatte, so ein Aufwind. Weniger Wolken, weniger Schatten. Also das strengt schon ganz schön an. Und Tiefblicke hatte man nur kurz. Jetzt komme ich so langsam zur Baumgrenze und dann werden die Aussichten auch viel, viel besser. Spätestens ab Steingletscher, da sieht man dann alles. Aber auch das hier, das bisschen, was man bis jetzt hatte, echt toll. Wie gesagt, es ist nur heißer als gestern. Ich mache ganz langsam noch 600 Höhenmeter. Das schaffen wir doch. Ruhig und sinnig. Bin auch schon 2,5 Stunden unterwegs hier hoch. Aber egal, der Weg ist das Ziel. Genießen und weiter geht's. Noch 8 Kilometer. Oh je, oh. Das war keine gute Information. Okay, 7000 Meter 999. Ach Gott sei Dank, das fühlt sich viel besser an. Guten Tag noch. Tschüss. An der kleinen Siedlung Steingletscher bin ich jetzt angekommen. Ja, auf 1850 Meter liegt das hier. Es ist noch ein Stück, 4,5 Kilometer. Man sieht es kaum, eigentlich gar nicht. Da oben ist so ein Mast, da in der Senke, ein Sendemast, da in der Senke ist das irgendwo. Ist gar nicht mehr so viel, aber das zieht sich noch, denn es geht nicht so längs, sondern ganz da hinten hoch. Eine Kehre und dann fährt man ganz da oben wieder längs in einzelnen Steintunneln, Felsentunneln. Hab toll gemacht, aber da musste jetzt schon einigermaßen schwindelfrei sein. Da waren schon ein paar Abgründe dabei gerade eben. Hui, und so bleibt sie auch. Aber richtig schön, ganz toll hier. Ja, ist auch sehr beliebt hier bei den Online-Campern. Sieht man oft bei den Steingletschern. Hier darf man ja da reinfahren. Am Fuße des Gletschers darf man dann campen, das ist auch was ganz Besonderes. Kann man verstehen. Aber ich verstehe nur, passt, also geht's da hoch jetzt. Vielleicht eine kleine Pause, Getränkepause hier und dann geht's weiter.
Ja, ich habe es geschafft. Ich bin oben. Ja, die letzten 2-3 Kilometer, die waren echt ein bisschen heftig. Ja, wenn das nicht so serpentinartig hochgeht und immer 8%. Und man sieht das immer bloß. Ja, das zieht sich denn unheimlich. Aber ich habe es geschafft. Boah. Fertig. Mittag wird es hier geben. Auf jeden Fall. Das ist so ziemlich das Letzte, was ich in diesem Urlaub noch mache. Ja, Fazit. Kann man sagen, ein sehr, sehr schöner Pass. Aber das hat er hauptsächlich am letzten Ende. Ja, da konnte man so schön auf die Gletscherwelt gucken. Aber man musste sich trotzdem noch auf die Straße konzentrieren. Denn links wie rechts, ja, dann ging es doch abwärts. Also muss man ein bisschen aufpassen. Ja, das war jetzt schön hier. Auf jeden Fall. Ja, Abschluss des Urlaubes. 14 Tage hier. Ich habe noch einen Tag. Ob da noch viel passiert, glaube ich nicht. Ich werde mich jetzt hier noch ein bisschen umgucken. Morgen vielleicht noch mal so ein bisschen am See fahren. Vielleicht auch noch was Spezielles. Ich weiß es nicht, ob ich da noch ein Video draus mache. Muss ich sehen, wie kaputt ich morgen bin. Von gestern war ich ja nicht so kaputt. Aber naja, es war ein sehr schöner Urlaub. Ich hoffe, ich konnte es zeigen mit den ganz vielen Videos. Es ist möglich, auch diese großen Pässe hochzukommen. Man muss nicht rasen. Ich habe auch über 4 Stunden hier hochgebraucht mit Fotopausen, mal eine Getränkepause, dann mal am Brunnen so ein bisschen erfrischen. Also man muss nicht immer rasen. Man schafft es langsam, aber sicher. Das ist ganz wichtig hier. Und langsam, aber sicher geht dieser Urlaub zu Ende. Und dann wieder langsam, aber sicher kommt schon der nächste. Ja, ich habe noch mal im September 2 Wochen. Und da könnte ich vielleicht noch mal auf Radreise richtig gehen. Ich weiß noch nicht wohin. Werden wir sehen. Ich habe so ein paar Runden geplant. Welche ich davon nehme, weiß ich noch nicht. Ich freue mich da schon drauf, auch wenn das hier richtig toll war. Einfach mal 14 Tage an einer Stelle wieder und alles Schöne zu sehen. Ja, wenn man hier durchradeln würde, vielleicht am Seenradweg wie Rainer Dornburg, ja, da lässt man doch vieles links und rechts liegen. Auch wenn der Weg auch sehr schön ist. Ja, mal sehen, was da kommt. Also, es hat hoffentlich schöne Bilder hier gegeben, die ganze Reihe. Also, ja, dann bis zum nächsten Mal und danke fürs Anschauen. Moin Moin oder wie man hier sagt. Grüezi, nee, Servus, nein, Salü. Bis zum nächsten Mal.